herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hof Bergmann. Hier ist gerade ein bisschen laut. Muss man gerade weggehen. Der Strohgebläse ist zu laut. Mit dem Tigerfarm. Hi. Hier steht noch Kalk rum. Hier steht noch ein Saatgutpack rum. Was steht da hinten? Schweinefutter. Schweinefutter haben wir auch noch im Big Pack. So, das Stroh ist soweit von den vom Feld runter. Und ich bin gleich fertig mit sehen. Das heißt, ich lade gleich das Dünger und das Saatgut aus. Und dann geht die Saatmaschine. Okay. Der Fan ist leider gerade etwas blockiert. Weil, ja. Der muss das Stroh noch abladen. Warum ist er dann blockiert? Ne, ich kann den jetzt nicht nutzen, um irgendwas anderes zu machen. Na und? Ist doch egal. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Rumstehen. Ja. Kennst du nicht das Hobby? Das ist dein Hobby, aber nicht meins. So. Ich mach mal hier. Nicht schon wieder beleidigen. Ja, du hast doch jetzt angefangen. Du hast gesagt, ich stehe nur rum. Ich habe gesagt, rumstehen, aber ich habe nicht gesagt, dass du nur rumstehst. Das ist was anderes. Na, ich hol mal gerade. Guck mal gerade, müsste ja noch Käse oben sein. Oh, der ging daneben. Käse. Wir haben so viel Käse hier, Alter. Ich glaube, das geht gar nicht alles in die Regale. Willst du jetzt einlagern? Egal. Nee, noch nicht. Weißt, wir wissen ja noch nicht, wie der Preis heute Abend wird. Du machst das Ding. Wir haben ein bisschen Käse. So. Hält. Mal raus da. Warum? Weil das mein Job war. Oh. Oben ist kein Käse mehr. Falls es. Oben ist kein Käse mehr. Wenn ich da jetzt Käse finde. Das ist aber nur ein unfertiger. Mhm. Vielleicht ist er sogar schon fertig. Ist noch nicht fertig. Guck, kannst gucken. Ach, diese scheiß Vorwärts-Rückwärts-Schalke. Zu scheiß. Ja, ist okay. Dann hole ich halt wieder Milch. Wir müssten mal noch ein bisschen Mist haben wir. Den könnte man noch mal oben zu den Gewächshäusern bringen. Wasser war ja voll, gell, hast du gesagt? Mhm. Habe ich letztens mal gemacht, ja. Ich bin die Tore hier aufgelassen. Kürbisse. Ah. Okay, nee, das lohnt nicht. Sind nur 600, 200 irgendwas Liter. Okay. Es rückt immer näher, dass wir hier wieder diese Produktion drin haben. Übermorgen wird es soweit sein. Aber heute geht's halt noch nicht. So, was machen wir denn dann jetzt? Füße hochlegen. Soll ich jetzt mal so behaupten. Was? Vorspulen. Das finde ich nicht so gut. Immer spulen, wenn man nichts mehr zu tun hat, finde ich doof. Und Kartoffeln könnte man abholen. Kannst du den, wir haben doch noch diesen mittleren Strautmann. Hm, war gerade Wir haben doch noch den mittleren Strautmann. Ja, den kleinen. Ja. Mit drei Aufbauten. Genau, kannst du da mal die Aufbauten runter machen und die ganzen Kisten aus dem Hofladen draufstellen? Kann ich machen. Dann komme ich gleich mit dem Frontlader rüber zum zu den Kartoffeln. Okay. Ach, du willst es. Ja, dann holen wir die Kartoffeln dann noch ab.
So, Stroh ist nämlich soweit dann. Sehr schön. Ha? Ich stell den Kröger an die Seite, sonst stört er. Ja. Ich stell hier hinten einen ins Fahrsilo, den Ladewagen neben das Fahrsilo. Mhm. Darfst du machen. Das ist sehr liebenswürdig. Ich weiß, ich bin auch sehr nett. Aber es muss ein Premium-Supporter auch sein. Auch wenn es sich manchmal ärgert. Nee, komm, das kleine Gewicht. Ich weiß gar nicht, weshalb wir das überhaupt haben. Das bringt sowieso nichts. Ich glaube, das ist 600 Kilo Gewicht. Komplett runter. Also als Kleinwagen. Ja. Ohne. Ja, wird. Oder nehmen. Du kannst auch einen jetzt drauf machen. Nee, ich hab. Und dann fallen die schon nicht runter. Nee, das passt, der hat ja Spanngurte. Ja, stimmt. Und der soll jetzt was machen? Da nimmst du jetzt die Kisten aus dem Hofladen. Ja. Auch die Holzkisten, die Plastikkisten und dann rüber zu den Kartoffeln. Mhm. Dann machen wir die Kisten voll für den Hofladen heute Abend. Mit Kartoffeln, in die Kartoffelmaschine können auch wieder Kartoffeln rein zum Anpflanzen, ja? Glaube ich. Keine Ahnung. Ne, das lasse ich jetzt mal, weil das bringt sowieso nichts, wenn wir später die Karte wechseln. Ja, die Kartoffeln sind halt dann weg. Das sollten wir vielleicht in der Folge morgen, sollten wir unsere ganzen Lagerbestände verkaufen. Dann hole ich mal gerade noch das Förderband. Weil das brauchen wir sowieso dann hier oben für die Kartoffeln. Das war eben. Können wir eigentlich heute schon anfangen, oder? Weizen haben wir, glaube ich, auch noch im Silo. Ja. Oh, oh, das war. Jetzt ist Feierabend. Auch die Holzkiste, ne? Ja. Hier sind sogar noch 3 Eierkartons drin. Im Hofladen. Ja, die habe ich gesehen. Was wollte ich machen? Das Förderband holen. Vielleicht könnten wir auch einfach alles verkaufen. Mhm. Und dann mit neuem Equipment starten. Können wir auch machen. Weil sonst wann müssen wir. Wann kommt die Folge? Das hier ist jetzt die Donnerstagsfolge. Und Freitag. Dann kann die Zuschauer entscheiden lassen, was wir machen. Nee, das funktioniert nicht. Nicht? Nein, weil wir ja schon die Folge von Freitag aufnehmen. Und dann ab Samstag auf der neuen starten wollen. Aber wir nehmen jetzt Freitag auf. Nein, das ist jetzt Donnerstag. Ja, stimmt, ja. Du müsstest ja erst aufnehmen nach der. Nachdem die Folge raus ist. Ja, ich verstehe. Und die Kisten sollen jetzt? Zum Lager. Da, wo die Kartoffeln liegen. Förderband ist schon da. Mal, ob das geht. Also wir müssen halt natürlich einen leeren Spielstand theoretisch starten. Praktisch werde ich probieren, ob wir auf dem alten Spielstand hinkommen. Aber ich bin mir halt nicht sicher. Also ob wir die Fahrzeuge und alles mit rübernehmen können. Das werden wir erstmal probieren. Wenn das nicht geht, dann wird man alle Fahrzeuge verkaufen. Wenn
wenn das über die XML nicht geht, was du ja wahrscheinlich vorhast, ja, können wir das über Ingame machen. Über zwei Konten halt. Ja klar, dann müsste man die Fahrzeuge verkaufen und wieder kaufen. Mhm. Muss man ein bisschen runter, sonst. Die ganz klein. Die ganz kleine Kisten. Hier, ich stell dir die leeren dahin. Kannst du die vollen wieder? Dann nehme ich die vollen dann bitte. Oh. Ich weiß nicht, ob die schon. Ja, da geht nicht viel rein. So. Voll? Ja. So. Schmeißt er die volle Kiste weg. Ja, und du hast... eine leere. Du hast eine leere weggeschmissen. Mach sie hier hinten auf die... Was macht denn hier so Lärm? Das Förderband. Boah, alter Schwede. Warte mal, stellen wir das Grad höher ein, weil die Kartoffeln müssen wir abladen. Müssen wir mit dem Anhänger gleich kommen. Dann schalt's nochmal an. Weil ich nehme an, wir sollten jetzt schon damit anfangen, sonst kommen wir nicht mehr raus hinten. Wir werden am Ende dann auf jeden Fall so weit vorspulen, bis der Hofladen verkauft. Auch die Dinge müssen eigentlich rein, der ganze Käse. Mhm. Weil sonst haben wir ja davon auch nichts. Das ist echt Käse. Jo. So, dann mache ich das nämlich, dann lagere ich den ein, weil sonst brauchen wir noch 10 Jahre. Mhm. Vielleicht teilen wir das auf, einer geht rein und räumt das Regal ein und einer schmeißt die rein. Ich dachte schon, dass auszusehen das falsche Video hochgeladen. Glaube ich nicht. Diesmal aber nicht. Aber das falsche Thumbnail. Warum? Du hast es von 27 drin. Ja, das ist wohl wahr. Das ist Folge 28. Uiuiui. Das passiert. Updated. So. So, dann ist der Käse gleich drin. Das ist aber ein Käse. Ja, dann gehe ich rein und räume drinnen ein, wenn du wieder meine Arbeit wegnimmst. Ja, irgendwer muss doch einräumen. Ja, du. Ich war doch damit beschäftigt, die reinzuschmeißen. Ich auch. Das ist immer sehr sinnvoll, wenn man sagt, man teilt's auf. Ja, du bist doch jetzt drin. Und wo sind die Kartoffeln? Hä? Wo?
Ja, warum sind die nicht hier? Die müssen doch auch her. Eieiei. Lässt er seine Arbeit liegen, damit er hier Käse schmeißen kann. Das ist die Strafe dafür. Ich muss mal den Modus so wieder ausmachen, sonst kriege ich Aktion. Den Tourette. So, das sind eine ganze Menge Käse, ey. 12 Stück habe ich schon drin. Kannst sehen. Ja, ich kann auch links und rechts, nicht so wie andere. Also, warum machst du schon wieder Anspielungen? Ich? Ja, Ja. manche müssen das halt erst lernen. Fängt mit V an. Premium Support ist aber kein V drin. Ist ja auch nicht Premium Supporter. Kannst du aufhören, mir den Käse ins Gesicht zu werfen, ey? Was ist denn daran so falsch? Dass es mich dadurch rumbackt. Oh, das tut mir jetzt aber leid. Siehst du? Der hat nämlich Kollision. Durch dich hindurch geworfen. Ja, jetzt liegt er gleich auf der Straße. So, wo sind jetzt die Kartoffeln? Ich bin dabei. Wo sind die Kartoffeln? Ich bin dabei. Auf dem Klar. Anhänger sind die Kartoffeln. So klein und ich muss das oberste Regal bedienen hier. Na klar, der Kleinste muss immer das Oberste geben. So, das sieht richtig gut aus hier. Heute Abend gibt's Geld. Warum? Ja, weil hier ein Haufen Käse drin ist. Ich dachte, die Regale sind zur Deko. Wo schmeißt du denn deinen Käse rein, wenn du verkaufst? Deko. Mach die Tür doch nicht zu. Heute ist er mal ein bisschen nicht so Oh konzentriert. lol. Oh lol. Ich bin gerade richtig hochgeflogen, die Kiste. Und diese Kiste ist jetzt auf dem Dach. Nicht wahr? Komm, man soll dann springen. Energie hat er ja. Mich eigentlich ab. Nee, ich will nicht, ich hab dich abgeworfen. So. Warum wirfst du mich ab? Ich habe nichts mit will oder möchte gesagt. Gut, also morgen verkaufen wir die restlichen Sachen, die wir noch so eingelagert haben, alle im Silo. Müssen wir unbedingt machen. Und ja, kommt ja noch eine. Willkommen im Hofladen. Das ist Was? Deko. Willkommen im Hof. Hier, passt noch hin. Die ist Deko. Ja. Naja, Also egal. die Kiste ist Deko. Eigentlich. Gut. Hast mal gezählt, wie viele Käse das sind? Ja, 27. Krasser Typ. Muss man nicht zählen, muss man rechnen. Geh weg. Ey, Kündigung fliegt gleich. Ah, die Kündigung fliegt. Ja. So, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Schaut gerne Das ist alles. morgen rein bei der nächsten Folge. Und du kannst mal wieder 3 Bordwände drauf machen, damit wir die Kartoffeln und alles noch verkaufen können. Kann ich das? Ich nehme an, dass du fähig bist, ja. Okay. Und ja, Das hoffe ich. bis morgen. Ciao.